Dann starten wir wieder. Wir starten gleich mit der größten Kostbarkeit, Meditation. Und du kannst dich ganz wohlfühlen, weil du wirst keinen Druck auf dich ausüben. Es gibt keinen Zustand, der nicht gut wäre zu meditieren. Und du würdest einfach nur ein bisschen den Fokus verschieben und zum Beispiel hingehen und für eine ganze Weile deinen physischen Körper in den Fokus setzen. Wie gesagt, er muss nichts leisten jetzt, er muss nicht irgendwas von sich geben. Er darf, was immer er sagen möchte, was immer er erwähnen möchte, das kann er jetzt machen. Du bist offen. Stürzt dich nicht gleich vielleicht auf die Eindrücke, die sagen, dass was noch nicht ganz optimal ist, sondern bleib auch offen für die Eindrücke, die von der Gesundheit des Körpers reden. Die sind nicht so laut. Die einzig kleine Aufgabe, und dabei unterschreibe ich natürlich ein bisschen, ist, dass du bleibst mit der Aufmerksamkeit. Es werden sich natürlich sowohl außerhalb von dir andere Eindrücke melden, wie auch in dir zum Beispiel Gedanken melden wollen. Das unterdrückst du nicht. Das ist nicht so, dass du vielleicht das nicht kurz mitbekommst. Aber du verweist nicht länger mit der Aufmerksamkeit da. Und kommst immer wieder zum physischen Körper zurück. Es wird ihm so gut tun, erfüllt zu werden von Bewusstsein. Und auch deine Aufmerksamkeit tut es sehr gut. Ganz konkretes Objekt, konkrete Eindrücke zu haben und nicht immer nur mit dem Denken herumzuhängen.
Okay, jetzt müsste es besser sein. Gut, komisch. Okay, aber ich hoffe, ihr habt den Ablauf sowieso klar gehabt, dass du eine ganze Weile beim Körper verweilst, eine ganze Weile beim Atem und den anderen Pranas und jetzt für eine ganze Weile wie deiner Psyche zuschauen kannst. Ich glaube, ich hatte gerade gesagt, dass manche Informationen dich dazu bringen, zu handeln. Ich musste gerade handeln. Und ja, danke für die, die sich bemerkbar gemacht haben. Ich sehe euch nicht alle, aber irgendwann habe ich geschnallt, dass ich handeln musste. Jetzt darf aber auch ich zurückkehren zu nur diesem Schauen. Und es könnte wie ein Kurzurlaub sein. Und ich bekäme das Privileg zu schauen, ob es für das Bewusstsein, was eben schaut, ob es einen Unterschied macht, ob die Eindrücke von außen kommen in Form von Farben und Formen oder Geräuschen und oder ob sie von innen kommen. Ob es ein Denken oder ein Fühlen ist, das Bewusstsein selbst macht es einen Unterschied, wo die Quelle der Eindrücke ist. Außerhalb deines Körpers oder innerhalb. Das macht natürlich, dass du dich jetzt dem vierten zuwendest, dem, was schaut, oder wir Westler würden sagen, Bewusstsein selbst. Und ich hoffe, dass diese Reise dich dahin gebracht hat, dass du einen Fokus halten kannst, auch wenn du nicht sofort Eindrücke kriegst, nicht sofort die Antwort erhältst auf diese Frage. Der Gong signalisiert, dass nicht nur ich in Aktivität gehe wieder, sondern jetzt du auch wieder. All diese verschiedenen Aspekte, jetzt wirst du sie aktiv benutzen. Beginne nochmal mit dem Wünschen, mit der Motivation. Versichere dich, dass sie eine sehr wohlwollende dir selbst gegenüber ist, eine freundliche, eine, wo du wie eine gute Fee dir das Schönste wünscht, was diese Stunde herstellen kann für dich. Und dann weite noch diese Motivation, indem du dir klar machst, du in diesem guten Zustand, das betrifft nicht nur dich selber, sondern das wird auch viele andere Menschen und Lebewesen betreffen. Und so ist das eine recht große Motivation, mit der, wenn du willst, du einfach einen Moment zur Erde gehen kannst.
Wir starten im Vierfüßler. Auch hier misch dich wieder ein. Es ist sicher wunderbar, wie dein System dich da einfach hinstellt. Aber dann versichere dich nochmal, dass du jetzt nicht zu denen gehörst, die meinen, man muss die Lendenlordose, also dieses Tal in der Lende, irgendwie entfernen. Das darf da ruhig, ich sag jetzt mal, hängen. Also bei den meisten darf es hängen. Ganz wenige Personen, wo das dann zu tief durchhängt. Der andere Einfluss, den du nochmal setzen kannst, ist, dass wir meisten von uns dazu neigen, an der Hand so ein bisschen auf die Außenseite das Gewicht zu verlagern. Und wenn du dir jetzt vorstellst, die Hand ist wie so ein Halbkugel, dann möchtest du die ganze Kante einmal herum eigentlich gleichmäßig mit Gewicht, mit dem Gewicht draufgehen. Das bedeutet manchmal, dass du so ein bisschen mehr rein Richtung Daumen, Zeigefinger, Zeigefingerballen gehen darfst. Und dann natürlich starte mit dem Klassiker von Katzenbuckel, alte Kuh, aber bitte starte ganz klein, als Kätzchen, als noch Kalb, ganz klein, damit die Qualität der Bewegung Vorrang hat vor der Quantität. Und genieß, dass es wie so eine geölte Welle durch den Körper geht, dass dir die Koordination gelingt von Scheitelpunkt bis zu den Sitzknochen, bis zum Beckenboden. Und dann ganz von alleine wird sich die Bewegung immer mehr vergrößern. Das musst du gar nicht machen. Ich glaube, das liegt in der Natur. Du achte wieder drauf, dass wieder die Innenseite deiner Halbkugeln der Hände auch belastet sind. Und dann vergrößere das Bewegungspotenzial, indem du die Katzenbuckel nach hinten führst, die Arme ein wenig anwinkelt, als alte Kuh vorkommst, als Katzenbuckel nach hinten. Halte Kuh vor und genieß da auch die Welle. Und das ist wie ein Strecken und ein Recken für dich. Halt inne und dreh die Bewegungsfolge um. Starte mit den angewinkelten Armen gerne nach hinten. Geh hohl, das heißt Sitzknochen nach oben durch nach hinten. Und da irgendwann kippt das Becken und du kommst als Katzenbuckel vor. Hohl nach hinten, rund nach vorne. Hohl nach hinten. Schieb dich gerne mit deinen zwei Halbkugeln so richtig nach hinten und wachs als Rundung wieder vor. Okay, dann halt inne und erlaub dir als Paket ganz rund niederzugehen. Achte darauf, dass dein Nacken mit in die Rundung kommt. Und so sehr die Schwerkraft jetzt deiner Wirbelsäule, der Länge deiner Grundeinheit hilft, so wenig hilft sie deiner Breite. Es braucht nochmal ein Bewusstsein von den Schultern. Bitte mach nicht als erstes die Arme dann breit, sondern finde vom Bewusstsein ganz nach außen zu deinen Schultern und erlaub diese Breite. Erlaub auch die Breite des ganzen Rückens, erlaub die Breite deines Beckens. Aber da an den Schultern kann es sein, dass es ein bisschen Kraft kostet, dass du diese
Breite aufrecht erhältst. Also die Schwerkraft hilft dir nicht, die zieht dir eher die Schultern nach vorne, so wie sie es auch machst, wenn du im Rundrücken sitzt am Schreibtisch oder am Esstisch. Das ist nicht, was sich Schultern wünschen. Schultern wünschen sich nach rechts und links rauszuwachsen. Sie wünschen sich, die breiteste Stelle deines Körpers sein zu dürfen. Dann gehe aber auch in eine bisschen extremere Form der Rückbeuge. Lass die Unterarme vorgleiten, bis die Sitzknochen so der höchste Punkt sind. Und leg den Kopf ab. Wenn irgendwas schwierig ist in den Schultern, dann verstehe, dass du immer in dieser Übung, aber das gilt für alle Übungen, dir die Hebelarme verkürzen kannst. Dann geht eine Hand zum anderen Ellbogen und du legst da den Kopf ab. Dasselbe gilt immer für die Länge der Beine. Auch wenn da was schwierig wäre, kannst du es immer verkürzen und es dann Übungen nur mit der Länge bis zu den Knien machen. Aber nun sink hier ein und erlaub, dass dein ganzer Rücken erweicht. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Gewohnheiten. Wenn du viel im Rundrücken sitzt, könnte es sein, dass deine Lende sich total entfremdet hat von der Holung, dass sie das jetzt sehr genießt und vielleicht sogar braucht, dass du dahin denkst, nochmal einen extra Impuls vom Denken her setzt, dass die Lende durchsinken darf. Dann gibt es noch einen zweiten Bereich, der oft meint, er darf nicht sinken. Und das sind so die unteren Rippen, wo das Zwerchfell ansetzt. Und dann wird deutlich, dass, wenn wir im Rücken Probleme haben, das nicht immer nur durch die äußere, die auswärtige, rückwärtige Muskulatur kommt, sondern auch, wenn dein Zwerchfell jetzt nicht wie erweichen darf, wenn es in seiner Kuppel oben ist, dann kann es sein, dass die unteren Rippen auch so ein bisschen noch halten Richtung Rundung. Wenn du jetzt langsam zurücksickst wieder ins Paket und bitte langsam hochrollst, am liebsten wäre es mir, du machst die Augen auf, denn dann kannst du miterleben, ob auch dein Kreislauf, in dem der Blick nämlich dann ganz klar bleibt, dein Kreislauf gut diese Umkehrung der Umkehrhaltung ausführen kann. Es könnte sein, dein Körper kann wunderbar hochrollen, aber dein Kreislauf zum Beispiel braucht ein bisschen Zeit. Wenn er Zeit braucht, dann wird oft dein Blick ein bisschen schummrig. Das kennst du wahrscheinlich auch. Aber dann, wenn du hier angekommen bist, dann erlaubt wieder, dass es eine ganz mühelose, neutrale Sitzhaltung ist, so dass alles wieder davon sprechen kann, welche Auswirkungen diese Übungen hatten. Und es wäre schön, wenn du nicht Lieblinge in deinem Organismus hast. Wenn du wie Aufmerksamkeit gleichermaßen oder eine gleichermaßen eine Offenheit zum physischen Körper hast, wie zum Lebensfluss auch, der wird oft vergessen, wie auch zu deiner Psyche. Wie auch zu dem, was das alles erlebt, zu dem, was schaut, der Zeuge oder die Zeugenschaft vielleicht besser, weil Geschlecht hat es wahrscheinlich gar nicht.
in einen bequemen Sitz auf einem Kissen, sodass wir Rotation auch erstmal ganz leicht anspielen können. Das könnte so aussehen, dass du ein Bein einschlägst, das andere aufstellst. Bist du gelenkig, dann steht es wahrscheinlich vor deinem Knie. Aber mir wäre es wichtig, dass du hier schon die Beinachse ausdrückst. Das heißt, dass die Mitte vom Hüftgelenk zum Mitte deines Kniegelenks, Mittelsprunggelenk zum zweiten Zeh, dass das alles in einer Linie kommt. Aber noch wichtiger ist, dass du eben gerade aufgerichtet bist. Deswegen gehe ich jetzt wieder hinteres Knie und dann wieder Spielrotation. Mach es wieder so leicht, so geölt. Spiel beide Seiten an. Wenn du so fest bist wie ich kann jetzt schon ein bisschen wieder spüren, dass es die unteren Rippen und damit vermutlich das Zwerchfell ein bisschen lockert. Schwing einfach, verspielt. Und dann beginne ein bisschen anderes Spiel, drück dich so ein bisschen ab und zwar immer mehr in die Richtung, wo der Fuß ganz nah am Becken ist. Bist du dann irgendwann verweist und guckst, ja, wo ist dieses Abdrücken? Vielleicht am Kissen, vielleicht am Boden, vielleicht an einer der Beine oder was auch immer du zu fassen bekommst. Und guck, dass du in dieser Elastizität des Körpers bleibst, dass du nicht so an ihm drückst, dass der Lebensfluss zum Beispiel nicht mehr mitspielen darf. Oder diese Elastizität verloren geht, die dazu führt, dass du eigentlich immer tiefer hineindrehst. Wie auch hier der Atem dir wieder hilft. Er löst, was freigegeben werden muss, damit die Rotation weitergeht. Und dann entsurre. Einen Moment. Gib alles frei. Ich könnte mir vorstellen, dass es was Halbseitiges zu erleben gibt. Und wieder ist es vielleicht der Atem, der so deutlich macht, was ein erweiterter Körper bedeutet, weil das ist, was wir tun mit der Asana-Praxis. Erweitern den Körper. Und was passiert dann mit dem Lebensfluss? Und was passiert dann mit deiner Psyche? Dein Bewusstsein ändert sich vielleicht gar nicht viel, weil ob du jetzt Enge oder Weite erlebst, es bleibt das Bewusstsein erleben. Ich weiß nicht, ob es eine gute Ausdrucksweise wäre zu sagen, aber er hat eine unendliche Gelassenheit. Ihm wird auch so einiges geboten hier auf Erden. Wechsel die Beine. Winkel das andere Bein an. Stell das andere Bein auf, aber schau, ob wieder diese Verbindung von den Sitzknochen zum Scheitelpunkt übereinander liegen kann. Und dann spiel wieder Rotation. Ganz leicht. Im ersten ist es nicht zur Grenze gehen. Im ersten ist es erkunden, wo deine Rotation schon vollendet ist. Und es gibt einen Bereich, wo das bei jedem ist.
außer du hast gerade Rückenprobleme. Aber dann wäre Rotation vielleicht auch nicht das Beste, denn diese Dehnungen sind sehr intensiv, auch wenn sie vielleicht gar nicht so erlebnisreich daherkommen. Und dann beginn wieder, dich ein bisschen abzudrücken, aber schwing nochmal immer wieder rein ins Elastische der Rotation. Und auch wenn du dann irgendwo bleibst und dort weiter hattest, ein bisschen was von dieser Elastizität, wo dein Körper noch nachgeben kann und wo der Atem effektiv arbeiten kann für dich, an dem, dass du weitergehen möchtest. Es gibt irgendwie eine herrliche Mischung, wenn du ganz entschlossen bist, ganz kräftig und doch so weich und elastisch und deine Entschlossenheit nicht hart und spröde wird. Und dann entsurre und sitz, wie du möchtest. Der Auswirkung der Übung einfach Zeit. Im ersten ist vielleicht das Bewusstsein noch ganz pur, ganz alleine da. Das ist sehr kostbar, wenn du da wach bist. Im zweiten zeigt sich vielleicht, was du befreit hast durch die Übung. Vermutlich sind die Eindrücke selber feiner und subtiler. Aber das mindert nicht dein Glück, ganz im Gegenteil. Könnte dein Glück sogar verstärken oder dein Wohlsein. Jetzt lasst uns noch die Rotation ein bisschen intensivieren. Dazu kommen wir wieder in den Vierfüßler. Und wir schicken gleichzeitig zum Beispiel den rechten Arm los nach vorne, mit dem linken Arm quer, etwa in der Höhe der Achselhöhle am Boden. Drehen wir jetzt. Und der Kopf schaut dem linken Arm hinterher, aber ja, lass die beiden Arme immer mehr auseinandergehen. Ganz lieb wäre mir eigentlich, wenn ihr nicht absinkt auf den Unterarm, sondern weiterhin dieses Gerade bleibt. Aber vielleicht ist es dann doch zu viel und du sinkst ab und bleibst nicht mehr ganz gerade. Aber schau, dass die Idee da ist, die Rotation findet einfach entlang der Wirbelsäule statt. Der Kopf folgt nicht dem linken Arm. Dann kommst du nämlich in eine Rundung, in eine Embryo-Haltung. Lieber bleib so gestreckt und gedreht. Lang und gedreht. Eventuell kommt der Kopf nicht am Boden. Bei mir kommt er nicht an den Boden, wenn ich ganz in dieser geraden Wirbelsäule bleibe.
Und dann ist es vielleicht begrenzt, besser als dass ich dann irgendwie absinke. Es ist vielleicht besser, dann zurückzukommen. Kurze Sound and Light Show. Guck, welcher Akt aufgeht nach dieser Übung. Und dann komm noch mal in den Vierfüßler. Diesmal ist es die linke Hand, die vorgleitet. Der rechte Arm geht quer. Und du legst den Kopf vielleicht ab, wenn du so tief sinkst. Aber vor allen Dingen ist es die Rotation, dass du hinterher schaust, dem rechten Arm, wie er nach links geht. Und du vielleicht irgendwo eine Dehnung findest. Aber es kann natürlich auch sein, dass du das vollendest, sprich gar nicht so viel zu spüren bekommst. Beides ist wunderbar. Komm wieder zurück. Wieder finde diesen harmlosen, neutralen Sitz, wo die Auswirkung pur das einzige Erlebbare wird. Wieder heißt es vielleicht ganz am Anfang, das Solo-Dasein deines Bewusstseins. Sehr interessanter Zustand für Yogis und Yoginis. Und dann hoffentlich das Wohle von guten Auswirkungen. Wenn wir jetzt zur Grundeinheit schauen und all seinen Bewegungsmöglichkeiten, dann haben wir noch nicht die Seitbeuge gehabt. Und daher komm nochmal in den Vierfüßler. Such wieder diese verspielte Form, diesmal indem die Knie eng zusammenkommen. Dann lass das Becken dort recht stabil verweilen und beginn seitwärts zu schwingen. Das ist wie, als ob, wenn an deiner Nase ein Pinsel wäre, würdest du so einen Halbkreis am Boden damit zeichnen. Dein Scheitelpunkt würde auch einen Halbkreis zeichnen. Ganz bisschen ergeben die Gelenkflächen, dass du am Ende rotierst, aber lass es nicht zu früh, Das verbinde nicht die Seitbeuge mit Rotation. Bisschen geschieht es am Ende. Aber du guckst die ganze Zeit auf den Boden, nicht zu den seitlichen Wänden. Wenn du es so wie raus hast, kannst du ein bisschen pendeln. Das Becken lass stabil. Okay. Kurzes Nachspüren. Oder vielleicht ist es nicht nur Nachspüren. Kurzes Empfangen von allen Informationen. Eine Art verstärkte Offenheit in alle Richtungen. Weil wir im Alltag Lieblingskinder haben,
für unsere Information. Und ich vermute mal, dass du auch vielleicht ein bisschen zu oft mit dem Denken bist und verpasst, was andere Aspekte versuchen, dir zu sagen über die Wirklichkeit. Dann komm noch in einen wieder ein bisschen größeren Modus der Seitbeuge. Starte wieder im Vierfüßler. Wieder bitte die Hände auch die Innenhalbkugel mit Gewicht zu besetzen. Und dann komm in den aktiven Panther. Begib dich hinein mit einem geraden Rücken. Und wandere mit den Armen rüber zu einer Seite, bis du auf der Flanke die Streckung spürst. Deine Wirbelsäule sollte das Doppel-S ausdrücken, bis in der geraden Form des Rückens. Und kann sein, du kriegst Gelüste, noch ein bisschen weiter zu gehen mit der Zeit, weil eben elastisch was nachlässt im physischen Körper. Und hier könnte man natürlich viel, viel länger bleiben, effektiv werden Dehnungen erst ab 30 Sekunden. Und wir haben einfach nicht so viel Zeit miteinander. Und so ist mein Vorschlag, dass du über die Mitte zurückkommst und dann dort zur anderen Seite gehst, bis du wieder diese elastische Dehnung spürst, Sitzknochen, höchster Punkt. Kein Reißen, sondern wieder muss der Atem mitspielen können. Wenn du dich zu scharf physisch einstellst, dann, und es eher ein Reißen ist, dann wird der Atem gar nicht mehr sein Schwingen als Massage einbringen können. Und dann komm zurück. Ein neutrales Sitzen. Obwohl dich jetzt nicht mehr so viele Eindrücke besuchen und auch gar nicht schrille Extreme vermutlich, könnte ich mir vorstellen, dass du recht wohl und zufrieden bist. Sogar deutlich wird in dir. Vielleicht von dieser Zeugenschaft selbst. Geht etwas aus, was dich eben wohl stimmt. Selbst ein bewusstes Erleben von Raum, könnte ich mir vorstellen, stimmt dich sehr wohl. Geh
Genau wie auch Stille dich vielleicht wohlstimmt. Nicht nur die vielen Variationen von Tönen, die vielleicht zu einer Melodie werden, kann mich wohlstimmen. Sondern eben auch wie die Grundlage, die Stille. Nicht nur die schönsten Sachen, die wir kaufen können und in den Raum stellen, anziehen, da anschauen, sondern der Raum selber. So ist es auch mit uns selbst. Nicht nur die Eindrücke können dich wohlstimmen, sondern vermutlich dein eigenes Bewusstsein auch. Sicher wäre es passend, auch das Liegen dir jetzt anzubieten, aber ich würde gern, dass wir uns gleich ins Sitzen begeben, um einfach auch noch mal Zeit für Pranayama zu haben. Es kommt einfach zu kurz mit dieser kleinen Stunde, die wir im Internet haben. Also ich gehe mal davon aus, dass du so geübt hast, dass da auch viel Gelöstheit ist, dass du sie auch gut wieder positionieren kannst zwischen Himmel und Erde. Dass dir vielleicht eben das Raumhafte, was durchs Üben entstanden ist, auch im Physischen vielleicht auffällt. Dass das Raumhafte nie ein Vakuum bleibt, sondern sofort mit Lebensfluss gefüllt wird. Und vielleicht Atem weniger spürbar ist, weil er einfach gar nicht mehr auf so viel Widerstand trifft in deinem Körper. Ein Zeichen dafür wäre, dass er viel, viel länger braucht, um jetzt diesen freieren Körper zu durchschwingen. Ein Einatmen, ein Ausatmen. Recht lange Zeit braucht. Wenn du gucken willst, du fast ein bisschen Geduld brauchst, bis ein zweiter Atemzug kommt. Ich glaube, du hast es schon mal gehört, dass es von großem Vorteil wäre, wenn du gar nichts machst mit dem Atem, wenn du mehr und mehr dieses Geschick entwickelst, ihm zuzuschauen, ohne dabei was zu verändern. Und weil in uns etwas Unruhiges ist oder eine Gewohnheit, ständig nicht nur unseren Atem, vieles zu manipulieren, nicht in Ruhe zu lassen. Geben wir unsere Aufmerksamkeit vielleicht so einen Fokus, dann hat er ein bisschen was zu tun und wir können weiter uns üben in dieser Tendenz, nicht etwas nicht einzugreifen. Also frage ich dich, wie ist dein Atem an deiner Nase? Und dass du dann nichts unternimmst, ihn nicht verstärkst,
wird nur möglich sein, wenn vor dir jegliche Antwort sein darf, jegliche Antwort richtig ist. Auch die, die du nicht magst. Wie sagt man, die meisten Menschen mögen Unsicherheit nicht. Wenn die richtige oder die stattfindende Antwort lautet, ich bin mir unsicher, was da ist an den Nasenlöchern, dann wäre es schön, wenn sie eben, obwohl du sie nicht magst, die Gültigkeit von aufrichtiger Antwort haben darf. So dass ich dich fragen kann, und wie ist dein Atem im Rachen? Und ich vermute mal, dass mal ich schon erzählt habe, meine aufrichtige Antwort hätte sehr lange heißen müssen, ich habe keine Ahnung, wo der Rachen ist, wo soll ich denn da überhaupt gucken? Vielleicht ergeht es dir da besser. Dennoch, erlaub, dass es so sein darf, wie es ist. Ist dein Atem gerade jetzt in der Brust? Nicht verstärken, denn es könnte sein, dass du gar nicht so viel zu erleben bekommst in der Brust. Vielleicht ist das Maximale, dass deine Kleider ein bisschen rutschen in dieser Gegend. Obwohl dort die Lunge liegt. Im oberen Bauchraum, da wo das Zwerchfell, der Hauptmuskel des Atems liegt, ich glaube, da gehst du nicht leer aus, was Eindrücke angeht. Dennoch kann sein, dass wir auch da uns einmischen. Wie geht es dann weiter? Obwohl dort nur Eingeweide kommen und jetzt keine Atemorgane, wird die Atembewegung sich weiter fortpflanzen. Ich vermute mal, dass du irgendwas zu spüren bekommst im unteren Bauchraum. Was ist es, wenn du nichts hinzufügst? Und so ist vielleicht auch die Frage nicht abstrus, ob der Atem weitergeht in die Beine. Dennoch wünschte ich sehr, dass du dir die aufrichtige Antwort erlauben kannst. Und auch die aufrichtige Antwort auf meine Frage, gibt es Atembewegungen in den Armen? Gibt es irgendwas, was zu diesem Rhythmus des Atems korreliert? Und die ehrliche Antwort ist genau die richtige.
Und damit haben wir die schwierigste Pranayama-Übung angegangen, einfach dem Atem anzuschauen, wie er ist. Und vielleicht kannst du auch dich wie so für den ganzen Körper, für den ganzen Atem öffnen und diese Haltung beibehalten von es ist erlaubt, wie es ist. Denn das berechtigt dich jetzt, einen Einfluss zu setzen. Weil du ihn dann an dem Atem setzt, wie er ist, und ihn nicht übergehst, ihn nicht einfach übertünchst. Den kleinen Einfluss, den wir setzen, ist, den Ausatmen zu verlängern. Aber wie gesagt, der Einatem darf kommen, wann immer er will. Du setzt diesen Einfluss an deinem natürlichen Atem. Du erzwingst nichts. Du könntest muskulär und willentlich jetzt sicher den Ausatem noch ein bisschen mehr aus dir rauspressen. Aber das ist gar nicht, was wir wollen. Und den Atem, den wir vorgefunden haben, dem mit jedem Ausatem nochmal bitten, dass er sich verlängert. Aber es ist kein Kampf. Kein Kampf mit dem Einatmen. Wenn er kommt, dann kommt er, weil du gleich danach wieder deinen Einfluss setzen kannst. Halt noch ein paar Atemzüge aufrecht. Ich lasse den Ausatmen lang werden. Ohne dass was schwierig wird für meinen Organismus. Immer wieder eine neue Chance. Ich lasse den Ausatmen lang werden. Und dann lass diesen Einfluss los. Das heißt, diesen Gedanken, und schau, wie ist er denn geworden? Wenn es gut gelaufen ist, dann ist er langsamer und feiner geworden, nicht aufgeregter. Und dann ist es vielleicht gar nicht schwer, die Aufmerksamkeit zu halten beim Atem. Und ich glaube, dass auch das Versprechen von den alten Yoga-Texten sich einlöst, dass vom Pranayama, von der Auswirkung des Pranayamas, du einfach in einen meditativen Zustand gerätst. Vielleicht hättest du es so nicht bezeichnet, aber vielleicht erkennst du es daran, du
dass du den Fokus unwahrscheinlich gut halten kannst und trotzdem so weit und offen bist. Dass da Ruhe und Klarheit zusammenkommen. Damit enden erstmal diese Yoga-Einflüsse, aber nicht ihre Auswirkungen. Da kann noch ganz viel, vielleicht in den Alltag, in den du jetzt hinausgehst, deutlich werden. Du wächst auch etwas weiter von diesen Einflüssen noch. Und ich hoffe, es ist ein guter Geschmack für dich und den Lebewesen, die dir dann jetzt begegnen.